So, servus, grüß euch, der Florian nochmal. Jetzt geht es wirklich um den finalen Einbau des Basic-Gerätes in Umluft. Ich habe die zwei Steckdosen jetzt montiert, habe mir hinten an die Rückwand noch ein kleines Loch gebohrt für die Kabeldurchführung. Und wie ihr jetzt seht, ich habe mir das Gerät schon hier draußen auf dem Tisch untergelegt mit einer Matte und habe mir es am Tisch schon angeschlossen mit einem 5x2 5 Quadrat Kabel, weil es halt hier draußen für mich einfacher ist. Also ich liege im Korpus drin und muss das Ganze nach oben verschrauben, habe ich es mir hier schon angeschlossen. Schaut darauf, dass ihr lang genug das Anschlusskabel habt, ein flexibles, weil ihr einfach leichter tut. Das heißt, ich fädel mir das da durch die Rückwand durch, ziehe mir das nach unten und bin dann bereit, das Gerät in den Korpus einzulegen. Ich nehme das Gerät vom Tisch, greife dazu in die Einschaltöffnung, drehe das Gerät vorsichtig um und setze das Gerät dann von hinten in den Ausschnitt rein, lasse es dann vorsichtig vorne nach unten gleiten und durch dieses nach unten gleiten verbindet sich das Gerät oben automatisch schon mit dem Flexkanal. Ich muss jetzt nur noch im Korpus die Unterseite des Flexkanales links ein bisschen nach unten ziehen und nach hinten drücken und verraste das mit dem Flexkanal. Zwei Handgriffe und das Gerät ist eingebaut. Zum Schluss, in der letzten Sequenz, zeige ich euch dann noch, wie ihr die Filter für den Kunden einsetzt.